Noch ein kleines Vorwort, bevor das Video, das eigentliche Video beginnt. Heute ist das erste Tutorial von einem Skriptkampf in FE7. Das zur FE8 kommt auch noch. Aber es ist ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Ich hoffe, ich habe in der Videobeschreibung den richtigen Versuch verlinkt. Also schaut das Video euch gerne an. Es ist auch richtig alles erklärt. Nur gab es einen Fehler, der sehr viel dann noch von der Aufnahmezeit gefressen hat. Und sobald das passiert ist, der Timeskip dann ganz gut, wo dann der richtige Versuch klappt. Und ja, mit dem gesagt, wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg, das Video zu verstehen. Nein, ich hoffe natürlich, ihr versteht das. Alles, was ich da mache. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum ersten richtigen Tutorial hier. Heute nehmen wir uns, nachdem schon zwei Kommentare eingegangen sind, einen der Kommentare vor, und zwar heute von dem guten Berkut, der gefragt hat, wie kann man einen custom gescripteten Kampf erstellen? Das ist eine sehr gute Frage und ich hoffe auch, dass ich das jetzt alles gut auf den ersten Schlag hinkriege, denn ich will natürlich jetzt kein zu langes Video haben, wo ich erstmal selber noch ausprobieren muss, aber ich muss das eigentlich ganz gut hinkriegen. Und um mal auf den anderen Kommentar einzugehen von Lord Crazy, der interessiert an der Musik ist, da muss ich mal gucken, weil das ist, da hat er natürlich das Thema erwischt, was für mich tatsächlich auch noch sehr schwierig ist. Na klar, Musik ist halt immer was gern gemachtes, aber bei mir ist das halt auch immer so ein bisschen, es funktioniert noch nicht so ganz, sagen wir es so. Ich muss mich da noch besser mit auseinandersetzen. Sobald ich da was habe, werde ich da auch was machen. Aber es war mir jetzt wichtig, dadurch, dass Berkut halt diese Frage mit dem Custom Kampf erstellt hat, dass ich da auf jeden Fall schon was machen kann. Und ich wollte jetzt auch was machen, nicht jetzt erstmal zu lange warten, und die Leute sehen, ah, da kommt doch was. Weil was sagen und dann nicht tun ist, kommt nicht so gut an. Auch wenn ich das schon längst hätte machen können, weil es vor 5 Tagen geschrieben wurde. Ich habe mich nur irgendwie nicht dazu durchbekommen. Sei es drum. Heute, geskripteter Kampf. Er hat jetzt kein Spiel dazu geschrieben. Ich denke zwar für FE8, weil ich weiß, dass er so ein bisschen an FE8 rumbastelt. Aber wir machen es trotzdem mal für FE7, für die Leute, die daran auch interessiert werden. Ursprünglich wollte ich das Ganze auch mit FE8 machen. Mit FE6 machen. Mit FE8 mache ich das natürlich danach. Aber ich hab nicht verstanden, wie das da funktioniert. Ich habe mir das angeguckt. In dem Kapitel mit Cecilia und Zephyr, aber ich wurde daraus nicht schlau, weil man dann eine. Das ist zwar ähnlich wie hier in FE6, aber du kannst in in FE7, boah. Du kannst es aber in FE6 nicht verändern. Das heißt, du musst es irgendwie vorher alles einstellen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Du kannst da nicht, wie ich es hier gleich zeigen werde, so machen, wie man es macht. Jedenfalls, wir fangen mit FE7 an. Das wird meistens immer so, dass man zuerst mit FE7 was macht und dann mit FE8. Denk mal, dann kann man sich das dafür angucken. Ihr werdet dann auch die Zeitsprünge in der Videobeschreibung finden, dass ihr da Bescheid wisst. Und with that said, let's get ready to start with FE7. Und ja, damit fangen wir jetzt an. Deswegen wird der Timeskip auch hier direkt sein für FE7, weil ich ja jetzt erstmal vorerzählt habe. Und wir haben jetzt hier noch eine unbearbeitete ROM. Ich habe hier noch nichts gemacht, ich habe keine Patches oder ähnliches aktiviert, wenn wir hier mal gucken. Aber das werde ich jetzt natürlich machen, denn das Wichtigste für einen sowas ist immer, wir brauchen einen Anti-Huffman-Patch, damit wir auch schön die Texte bearbeiten können. Das will ich ja auch machen. Das einzige Problem ist jetzt, wir haben hier keinen Font drin, weil wir keinen, ja. Weil es halt eine englische ROM ist. Und im englischen FE7 gab es noch kein Ü und scharfes S. Das müsste man separat einfügen. Wen das mal interessiert, dem kann ich das gerne zeigen. Ich werde es jetzt hierfür nicht machen. Ich werde es einfach auch nicht so lange schreiben und so. Ja, was würde ich denn noch gerne brauchen? Ich würde gerne den Tutorial Disable haben. Ich will jetzt keinen Tutorial-Kram hier drin haben. Und was Level? Fix Level. Hier kann man es dann so machen, dass man sofort alle Modes auswählen kann. Das werde ich jetzt auch mal machen, denn ich werde das Ganze jetzt mal
im Kapitel 11 Taking die von Ellie wird machen. Ich will es jetzt nicht im Prolog machen. Man kann es da machen, klar. Aber ich mach's lieber jetzt hier für das Zeigen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal. Wir haben hier das komplette Start-Event. Das werden wir jetzt einfach mal gerade entfernen. Wie ich das immer mache, es gibt andere Möglichkeiten. Ich mache die Bytes immer auf 2 runter, damit nur das OR halt so niedrig wie es geht. Damit mir halt nur das Oberste angezeigt wird. Ich meine, wenn ich jetzt auf Right to Roam klicke, würde nichts passieren. Dann würde, wie. Okay, doch, es funktioniert. Oder weil ich jetzt gerade hier drauf geklickt, das kann auch sein. Das weiß ich natürlich, das weiß ich jetzt nicht. Aber normalerweise, wenn ihr auf Right to Roam klickt, dann würde es wieder alles anzeigen. Dass das jetzt so geschehen ist, ist mir jetzt selber gerade neu. Aber ich beschwere mich nicht. Ja. So, wir haben hier die Karte. Das erste, was wir jetzt machen werden, ist erstmal in den Chapter-Editor gucken, um zu gucken, wie es alles hier eingestellt ist. Bei. Wo ist es? Ich muss gerade gucken. Wo ist denn das immer? Ich vergesse immer, wo das ist. Ah, Dark Before Initial Event. Das ist gerade Fade to Map, das heißt, wir werden keinen schwarzen Screen haben, wenn das Kapitel startet. Wir werden sofort hier reinstarten. Ich setze mal den Startpunkt für die Kamera ist nach hier unten. Es soll nichts Aufwendiges sein. Wir werden jetzt nur kurz ein kurzes Start-Event machen. Das heißt, wir werden einmal Einheiten laden. In dem Falle. Ja, weil wir jetzt nicht gewesen sind. Wir laden mal Eliwood. Und werden ihn auch so ein bisschen umpositionieren, damit es ein bisschen alles realistischer ist und so. Wir lassen ihn hier starten, unten rechts in der Ecke, und er bewegt sich auf das Feld. Da habe ich jetzt gerade eine gute Idee, wie ich diesen skripteten Kampf mache. Gut. So. Lu won plus Inhalt. So ladet ihr eine Einheit. Und wir können jetzt auch gerne mal neue. Obwohl, nee, das machen wir, wenn es Leute interessiert, wie man Einheiten generell alles macht. Wir nehmen jetzt einfach das, was wir da haben, wenn es schon da ist. Ja, Inan ist halt, damit das danach nicht direkt weitermacht, sondern damit es weiß, da muss es aufhören. Dann machen wir doch mal Kamera 1 auf Eliwood. Auch wenn es wahrscheinlich unnötig ist, weil die Kamera schon da ist. Was? Curve. Damit wird die Kamera kurz auf Eliwood gezeigt. Für 60 Frame-Sekunden. Und dann, da weil ich danach nicht möchte, dass da noch was passiert, eine Inan, mit dem Weiß. Wait for end of unit movement. Das ist dann halt die beiden Sachen hier. Können natürlich auch so machen. Dann wird erst die Kamera dahin. Das ist eigentlich sogar besser. Also die Kamera erst zu Ellie wird gebracht. Dann wird danach wird es halt gewartet, bis das passiert ist. Und dann wird so ein blinkender Frame über Ellie wird erscheinen, der so auf ihn blinkt. Für halt 60 Frames. Und danach geht es auch erst weiter. Wenn ich jetzt direkt einen Text dahin fügen würde, würde das blinken und der Text beginnt direkt. Das wollen wir natürlich nicht. Ich will jetzt Text haben. Ich muss gerade gucken. Ich möchte. Wo ist hier? Text, 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 Text. Nicht mit Taktika, das haben wir ja nicht. Ich will einen Text. Wir nehmen jetzt mal. Text 999. Machen es jetzt ganz basic. Wir machen jetzt einfach mal Eliwood, der hier redet. Das ist einfach nur. Was ein toller Tag. Wo das Herzchen herkommt, ist mir gerade ein Rätsel. So. Und dazu noch eine Musik. Eine Musik ist immer wichtig. Dafür einmal Musk. Du bekommst ja schon den Geschmack, wie es ist, halt ein Start-Event vielleicht sogar zu machen. Wir nehmen Silent Ground. Das Schöne ist, ihr könnt auch, wenn ihr hier einfach. Also, ihr könnt immer meistens hier auf da draufklicken oder doch hier. Dann geht es da automatisch zum entsprechenden Editor. Ihr könnt dann hier mit einfach mit kleinen Buchstaben, das ist wichtig, ihr müsst mit kleinen Buchstaben anfangen. Ihr könnt nicht einfach jetzt mit A groß anfangen. Hier, ich drücke gerade. Okay, es ist auch trotzdem klein geschrieben. So funktioniert, wenn ihr die Feststelltaste aktiviert habt. Aber nicht, wenn ich jetzt,
die andere Taste dafür drücke. Ja, damit fängt es immer mit ab Keilen an. Ja, da könnt ihr euch das raussuchen und dann einfach einen Doppelklick machen, dann wird das da automatisch eingefügt. Und dann müsst ihr nur noch auf Change, Insert, je nachdem wie ihr das immer macht. Ich mache meistens immer sowas, dass ich dann einfach nur Insert muss, damit es halt neu hinzugefügt wird, weil ich meistens dann noch auf dem drauf bin. Dann mache ich was Neues, dann drücke ich Insert. Das ist meine Methode, wie ihr es macht, ist euch überlassen. Ja, dann Eddiewood sagt jetzt, was ein schöner Tag. Aber was passiert dann? Ich kopiere das einmal mit Steuerung C, Steuerung V, dann wird das immer oben angefügt vom unteren. Das ist sehr schön. Dann kommt jetzt das Grauen. Jetzt kommt Rebecca. Nein, aber nicht so. Es erscheint der gute Nergal als Gegner auf Level 20 in der Festung. Hat keinen Commander und hat natürlich Irishkigal. Wie das Ding heißt. Irishkigal. Ja, ich kann das jetzt nicht. So, da haben wir Nergal. Der erscheint dann jetzt. Dann können wir zum Beispiel machen. Wir lassen das mal kurz. Einfach mal 60 Frames warten. Dann passiert gar nichts halt in der Zeit. Ihr müsst da auch keinen ihn dann hintersetzen, glaube ich, aber ich mache sowas auch meistens immer. Bin mit ihnen dann nicht gerade sparsam. Ich mache das immer so häufig, wie ihr auch hier seht, dass ich jetzt auch so Ninan habe, obwohl da schon Ninan steht. Das ist, hat sich bei mir eingebrannt. Ja, komm, dann machen wir den Kamera. Ah, ne, die Kamera ist ja immer automatisch, wenn eine Einheit gespawnt wird. In FE7 zumindest noch. Ja, dann machen wir doch mal mit Nergal. Doch, der wird gezeigt. Dann kommt Nergals Wrath als Musik. Wir nehmen einen Text später. Und dann kommt hier Nergal. Er ist glücklich, er macht nämlich ein Torges Mal. Hehe. Eddiewood. M W Eddiewood. Ich werde dich jetzt besiegen. So, wer sagt da nicht? Soll er halt nicht zu. nicht zu ausführlich jetzt sein, was die Texte angeht. Einfach nur so einen kleinen Spaß. So, jetzt haben wir das. Dann können wir auch gerne nochmal die Kamera zu Eddiewood geben. Oder nee, wir machen erstmal, dass das Nergal sich dahin bewegt. Nein, das ist der falsche, den ich haben wollte. Ich will dieses Move-Settings and Move Immediately. Immediately. 44, das ist Nergal. Nergal bewegt sich hierhin. Dann geht. Die Kamera muss nicht umgeschwenkt werden, weil sie sich. Wenn ihr wollt, dass die Kamera aufhört zu bewegen, müsst ihr Cam Off eingeben. Dann wird. Solange bis wieder dann dementsprechend Cam On kommt, keine Kamera sich bewegen. Egal was ihr macht. Ihr müsst dann die Kamera immer separat bewegen. Aber hier bewegt sich die Kamera jetzt automatisch. Dann können wir jetzt. Dann machen wir jetzt mal eins mit Hintergrund. Das ist hier auch leider anders. Oder kann ich hier Text Background? Nein. Ich glaube, das funktioniert nicht. Text. Nein. Nein, das funktioniert nicht. Also, dann machen wir jetzt Fetti. Das macht das so automatisch. Dann nehmen wir als Hintergrund diese Szene, das da. Verlinken. Für Frame 5. Ah ja, stimmt. Reamer habe ich vergessen. Fällt mir gerade auf. Conversation End Command.
Streamer. Der muss immer bei einem Text dabei sein, auch wenn er gleich verschwinden wird. Ich krieg mal auf Right to Rom. Dann sind die ganzen. Oder die Remasters sind nicht weg. Nee, die Remasters sind nicht weg. Ja, dann kommt. So, dann machen wir jetzt noch schnell. Uff, das ist ein langes Ding, deswegen werde ich das einfach mal kopieren. Den in die Mitte setzen. Auf der anderen Seite. Ellie wird erscheinen lassen. Der sagt einfach nur, oh nein, Nergal. Oh ja, stimmt, jetzt habe ich das neu eingefügt. Nergal sagt dann noch sowas wie: Stirb! Dann können wir unseren Kampf beginnen lassen. Endlich. Ich weiß, das ist das, worauf ihr alle gewartet habt. So. Das passiert ist. Kann ich die. Die Musik ist einfach mal zu null, damit sie aufhört. So, dann machen wir es jetzt. Dann kommt jetzt der Command, wie ihr einen Kampf erstellt. Dafür braucht ihr den Command Fight, also F-I-G-H. Da gibt es jetzt zwei Optionen. Ich glaube, Event Battle 2 ist für einen Kampf ohne Animation. Das werden wir gleich ausprobieren. Dann machen wir jetzt erstmal Event Battle. Wer greift an? Nergal greift Eliwood an. Kann auch andersrum sein, das ist euch überlassen. Machen wir jetzt einfach mal. Okay, das funktioniert. Wir müssen auch noch die Combat Data da eingeben. Das kann man auch so lassen, aber es funktioniert leider nicht. Dann Combat da. Combat Content. Das ist das, was bei FW6 nicht funktioniert. Hier kann man nicht draufklicken. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Hier steht irgendwas Japanisches, das kann ich nicht lesen. Was ihr jetzt machen müsst, ist Extend List, damit ihr die ganzen Daten einstellen könnt, was halt jetzt im Kampf passieren soll. Wir machen jetzt einfach mal einen langen Kampf. Ihr könnt den Kampf auch nicht zu lang machen. Ich glaube, 6 oder 7 Commands ist das längste. Bin mir aber nicht sicher, kann mich auch irren. Wir machen jetzt einfach mal 4. Locate Data and Repoint, dadurch, dass kein Pointer gegeben ist, sonst habt ihr hier noch das Detaillierte, wo ihr hier noch Sachen einstellen könnt, wie die Data vorher aussehen soll. Aber jetzt können wir einfach simple machen. So. Gut, das ist jetzt wieder weg. Vielleicht gibt es den Event Battle Editor auch einzeln, das weiß ich natürlich nicht. So, jetzt müsst ihr die Hex-Adresse hiervon in den Combat Content kopieren. Das wird sich dann automatisch auf 9 umstellen. So, ja, hier 9000003C. Und was soll denn jetzt passieren? Also. Nergal greift Eliwood an. Attack initiates from Attacker. Ich glaube, das reicht einfach. Wie viel Schaden macht der? Der macht 15. Was passiert dann? Dann kommt ein Mistake vom Verteidiger. Da muss es auch 0 bleiben, weil man kann mit einem Mist keinen Schaden machen, natürlich. Ich weiß nicht, ob es 0 sein muss, zwangsläufig, aber lasst es 0, dann passiert da auch nichts. Könnt ihr natürlich ausprobieren. Ich meine, es wird nichts passieren so, wenn ihr das macht. So, dann greift wieder Nergal an, der wird auch verfehlen. Aber dann kommt das Wahre. Ein kritischer Treffer von Eliwood, der 90 Damage macht. Also, was soll passieren? Er greift an. Also Nergal greift an, macht 15 Schaden. Eliwood wird danach verfehlen, danach wird Nergal verfehlen und danach wird Eliwood kritten. Und dann macht es noch besser, wir lassen direkt Nergal kritten, damit wir die schöne Animation davon genießen können. Und dann ihn an. Das danach ist, dann machen wir noch mal einen Curve, also einen Frame auf Pop auf Eliwood, wo er dann sagt, so viel wie, ich kopiere das jetzt wieder einfach, das ist immer ganz schön, dass man es einfach so kopieren kann. Ich hoffe, dass mit dem Verdun alles richtig ist.
Ich könnte natürlich auch. Ich mach mal zur Sicherheit. Okay, das musst du doch Feli machen. Dass der halt in den Screen faded. 15. Das schneller. 10. Auch schneller. So. Weil ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das Fetti zweimal hier brauche. Ich glaube aber schon, wenn ich mir das so angucke. Weil es nicht automatisch weiß, wie schnell es diesen Hintergrund da wechseln soll. Das ist an der F47 vielleicht manchmal ein bisschen kompliziert. Dann sagt Ellie Wood den Text. Das war er smilet. Haha, besiegt Nergal. Nergal macht nur einmal Close Eyes, also das heißt, dass sie die Augen geschlossen hat. Wie kann das sein? Gut. Und dann, für den richtigen Pain, lassen wir Nergal jetzt auch noch auf der Map verschwinden. Der wird nicht automatisch verschwinden. Ihr müsst erstmal Killing Units und dann die Position hier auswählen. Ihr könnt anscheinend nicht einfach, ja, einfach so die Einheit auswählen. Ihr müsst die Position auswählen. Dann wird die Einheit sterben. Ich glaube auch von der Karte verschwinden. Wenn nicht, müsst ihr noch den Disser-Befehl benutzen. Dann verschwindet die Einheit nämlich. Ja, und das dürfte jetzt alles so funktionieren. Also, ich erkläre es nochmal. Wir laden Eliwood. Die Kamera geht zu Eliwood. Dann wird auf den gezeigt. Das können wir eigentlich im Spiel beobachten. Damit gesagt, machen wir jetzt einfach mal Run on Emulator. Das ist was ich eingestellt habe. Ihr müsst das nochmal meistens normal öffnen. Ich habe jetzt nämlich nicht große Lust, jetzt gerade zu erklären, wie ihr das alles einstellt und so. Probiert es einfach aus. Oder ihr öffnet das halt immer separat über die ROM. Also, ihr könnt auch einfach, machen wir es einfach mal hier Save. Zur Sicherheit. Weil es speichert sich dann halt nicht da. Gut. Ihr müsst doch alles hören können. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise jetzt hier. Sonst werde ich das doch alles einstellen. Neues Spiel. Ellie Wood. Schwert. Los geht's. Und jetzt wird das passieren. Ihr werdet das auch hier Running Event gleich angezeigt kriegen, was ich gemacht habe. Nein, wir wollen keinen Taktiker erstellen. Erst können wir überspringen. Hier haben wir ja nichts gemacht. Ja, und jetzt die ganze Musik, die ihr im Vorhinein schon eingestellt war, da habe ich jetzt nichts dran geändert. Das ist. Ich denke, ihr wisst schon dann, dass ihr das da auch alles umstellen müsst im Chapter Editor zum Beispiel, dass da halt keine Opening-Musik spielt. Die könnt ihr natürlich auch zum Beispiel schon auf Silent Ground einstellen. Dann würde das jetzt sofort schon spielen, dann müsst ihr das nicht darüber dann spielen. So, jetzt gucken wir hier. Hier sind wir gerade. Was ein toller Tag. Und dann taucht Nergal auf. Hey, Eliwood, ich werde dich jetzt besiegen. Okay, man muss das Feli nicht haben. Das ist gut zu wissen. Weil ich mich auch wundere, wieso. Eigentlich müsste man das doch so einstellen. Naja, irgendwie muss das schon gehen. Jedenfalls hier muss es jetzt nicht so sein, das heißt, wir deleten das wieder für die Zukunft. Das braucht es nicht. Ich weiß nicht, ob es das Fedu jetzt braucht. Ich glaube nämlich, dass ich dann auch nicht. Oh nein, Nergal. Ja, braucht es auch nicht. Oh ja, stimmt. Okay, das hört nicht auf. Vergiss das wieder. Ich habe, glaube ich, irgendwas falsch gemacht. Ja, anscheinend habe ich was Großes falsch gemacht. Warum? Ich gucke mir das jetzt doch mal in Kapitel 18 an, wie das da gemacht wurde. Das verwundert mich jetzt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich jetzt alles richtig gemacht hatte. Ich meine, der Kampf hat gestartet. Das haben wir ja gesehen. Wahrscheinlich, weil es jetzt zu viel war aus irgendeinem Grund.
Ja. Wahrscheinlich war jetzt die. Oder muss ich tatsächlich. Weil hier ist es zum Beispiel Attack initiates from attacker next opponent attacks. Vielleicht kann das auch sein. Wir werden jetzt einfach mal den Pointer nochmal neu machen. Das heißt, wir machen ihn wieder 0. Ändern das, dann wird das sich wieder. Ach, stimmt. Dann wird sich das wieder ändern. Verdammt. Jetzt wir extenden die Liste nochmal auf 4. Haben dementsprechend eine neue Adresse. Fight. 44-1. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so, weil wenn ich dann. So. Also, wir machen einen Critical. Machen hier dann die 1 mit 15 von Nergal. Dann ein Mistake vom Verteidiger. Warum ist jetzt wieder 4 da? 5 meine ich. So, noch mal ein Mistake. Dann können wir eben meinetwegen einen Trefferpunkt mit so. Und Attack started. Defender Side Critical. 90. Das müsste jetzt funktionieren. Wenn nicht, dann. Also. Kritischer Treffer von Nergal. Dann ein Fehler von Eliwood, ein Fehler von Nergal. Dann ein Treffer von Eliwood, der keinen Schaden macht. Und einen kritischen Treffer von Eliwood, der Schaden macht. Und das müsste jetzt richtig sein. Schauen wir mal. Ich hoffe es jetzt. Also, überspringen wir. Das ist ein toller Tag. Nergal taucht auf. Aha, ich werde dich jetzt bezwingen. Ja, ist das Fedu. Ich hätte das Fedu nicht rausgenommen. Es ist schon wieder falsch. Aber wieso? Ich irgendwas vergessen? Das kann doch eigentlich nicht sein. Oder muss ich das jetzt so rummachen? Wenn das jetzt der Fall ist, dann. Das wäre bescheuert. Das habe ich auch eine andere Möglichkeit, wo ich nachgucken könnte. Aber daran darf ja nicht liegen. Nö. Die haben ja auch beide Waffen, oder? Ja. Bin ich jetzt blöd? Das ist ein bisschen. Die ist jetzt nicht. Was ist denn in dem Event zwischen Carla und ihm? Das ist jetzt seltsam.
kann aber auch mal das da machen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Vielleicht werde ich das gleich nochmal ausprobieren müssen, aber es kann... Ich kann das jetzt gerade echt nicht erklären. Das werde ich, nochmal nachgucken müssen, die werde ich hier einen Schnitt haben. Aber das kann eigentlich nicht sein, dass es nicht funktioniert. Weil man sieht ja, der Kampf hat ja begonnen. Oder liegt es einfach an der Klasse? Was ist denn, wenn ich die Klasse von Nergal mal ändere? Oder ich gebe ihm einen Flux. Das ist aus irgendeinem Grund falsch. Wir machen hier mal einen kurzen Schnitt und sehen uns gleich wieder. Wir müssen das jetzt leider anders machen. Denn offensichtlich will das so nicht klappen, wie ich mir das vorstelle. Weshalb wir jetzt eine andere Methode machen werden. Dafür werdet ihr aber ein anderes Programm benötigen, und zwar den Event Assembler. Den könnt ihr unter Options Settings unter Path to, lass ich ja gerade gucken. Ja, Program 1. Zum Beispiel könnt ihr den Event Assembler. Ne, das ist anders. Das ist Lin. Hab ich den Event Assembler? Ah, hier, Event Assembler Core. Müsst ihr euch den Event Assembler runterladen? Das könnt ihr auf FU machen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und da ladet ihr euch den runter. Und den Core fügt ihr hier ein, damit ihr mit Event Assembler arbeiten könnt. Denn wir werden das jetzt, diesen geskripteten Kampf über eine Textdatei machen. Dafür braucht ihr den Event Assembler, damit ihr euch in dem Falle das Event Export to File. Dann gehen wir einmal auf Tutorial ROMs. Ihr könnt euch dann als EA-File ausgeben lassen. Damit ihr dann besser arbeiten könnt. Wenn ihr euch das TXT-File ausgeben lässt, dann könnt ihr diesen Code nicht entziffern, weil das alles im Code von FEBuilder geschrieben ist. Deswegen gibt es euch dann als EA-File aus. Was macht er dann? Dann haben wir das hier. So, Test-Event. Es ist nur halt komisch, dass das nicht funktioniert. Wir machen das jetzt aber hier rüber. Wir müssen hier dann zu dem Fight mit Eliwood und Nergal. X8C. Na, ich gucke jetzt mal gerade, wie das ist. Das müsst ihr jetzt nicht nachgucken, deswegen gucke ich das gerade für euch nach. Der Event Assembler Language. Fight. Taker, Defender, Battle, Data Pointer. Das ist einfacher. So, dann füge das da wieder ein. Hier. So. 0x01. 0x44. Ich hoffe, dass das so funktioniert, weil ich will es nicht per Event Assembler einfügen müssen. Das wäre echt doof. Kampf. Und hier jetzt einfach 0x00. So, dann definieren wir das jetzt. Hier unten Kampf, Doppelpunkt, Ender. Damit wir das schon mal haben. Jetzt gehe ich gucken. Unit Helpers, hier müsste das sein. Ja, hier haben wir die Definition. Den gucke ich gerade. Wir kopieren jetzt diesen Befehl einfach. Weil ich glaube, wir können nicht mit den... Obwohl, wir könnten mit den Definierten schon arbeiten. Wenn er weiß, wo der Event Assembler Core ist. Ich probiere es einfach mal.
Also wir wollen erstmal Defender Hit. Ne, Defender Critical. Defender Critical. Ich hole mir jetzt einfach mal da hinten rüber. So. Defender Critical. Damage 10. Last Attack 0. Dann. Attacker Miss. Das ist alles definiert. Also, Sie können auch diesen ganzen Befehl hier benutzen. Das geht auch. Attacker Miss. Einfach wieder 0. Dann. Wollte ich ja, dass Nergal verfehlt. Defender Miss. Auch wieder mit der 0. Dann kommt ein Defender Hit und ein Nee, Attacker. Attacker Hit und Attacker Critical. 0-0. Oh, es lag auch, wenn es jetzt am Schaden liegt, das wäre es auch komisch. Doch, wenn es am Schaden liegt, das wäre. Wobei. Lass uns mal den Schaden runterschrauben. Das mache ich jetzt tatsächlich mal. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Wenn doch, dann ist es gut zu wissen. Das mache ich jetzt auch, bevor ich das hier einfüge. Es tut mir auch leid, dass es jetzt so lange geht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das schneller hinkriege. Nein, daran liegt es nicht. Jedenfalls, so sollte das Ganze dann aussehen. Hier. Dann hoffe ich, dass das jetzt alles, dass das auch funktioniert. Okay, nein, der hat das nicht definiert. Das ist doof. Aber dann werden wir das jetzt einfach so übernehmen. Attacker Critical. So. Defender Critical. Wenigstens wusste er, dass er hier hingehen muss. Das ist schon gut. Das werden wir jetzt einfach mal auskommentieren. Das dürfte hier einfach genügen. Einfach zweimal diese Zeichen dahin machen. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann. Das ist jetzt seltsam. Dass es jetzt nur daran scheitert. Oh Mann. Macht mich gerade wahnsinnig, dass das alles so ist. Es tut mir auch ehrlich leid für die Leute, die das hier machen wollen. Es regt mich selber auf, dass das alles so ist, wie es ist. So jetzt vielleicht, jetzt funktionieren.
Ja, weil er nicht definiert hat, wo er das hinmachen soll. Aber eigentlich sollte das ja nicht so sein. Was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich das hier da einfüge? Können das ja auch als Basis benutzen, zum Beispiel. Oder der Kampf war wirklich zu lange, was ich nicht glaube, dass es daran liegt. Wenn es daran liegt, dann ist es traurig. Dann. So, was machen wir das mal so? Hoff. Bitte funktioniert es. Ich habe jetzt den Jafar-Kampf als Basis genommen. Als ob es jetzt funktionieren will. Ist das euer Scheiß Ernst? Ach ja, Eliwood ist ja. Nee, du hast ja nicht besiegt, bist selber draufgegangen aus irgendeinem hier unerklärlichen Grund. Gut, der Kampf war zu lang. Jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt funktioniert aber alles. Jetzt habe ich die Lebenszeit von Leuten verschwendet. Es tut mir so leid. Ich mache es jetzt nochmal. Erstmal schön niesen in der Aufnahme. Habe ich heute noch rechtzeitig muten können. Was ein toller Tag. Ich werde dich vernichten. So. Die Musik läuft weiter, das ist auch gut. Ja, und das ist, wie man einen skripteten Kampf in FE7 macht. Ich werde noch mal ein Vorwort machen am besten, denn das ist jetzt alles doof gelaufen. Ich denke mal, bei FE8 wird das besser laufen. Es lag halt wirklich einfach nur daran, dass der Kampf zu lang war. Ja. Deswegen. So, es ist alles bis dahin, wie ich erklärt habe, bis ich den Scripted Kampf gemacht habe, ja. Und dann einfach das Ende gucken. Ja, das sehen wir wieder weg. Dann dürfte alles funktionieren. Deswegen, ich hoffe, es hat euch geholfen. Es tut mir leid, dass das jetzt zu lang war. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob es geholfen hat oder nicht. Falls nicht, dann mache ich das gerne nochmal in kürzerer Version, jetzt wo ich halt weiß, wie das funktioniert. Und ich mache jetzt kein FE8 noch hinten dran. Das hat jetzt schon viel zu lange gedauert. FE8 kommt als einzelnes Video, aber noch am selben Tag, für die Leute, die das interessiert. Aber das sollte nicht jetzt immer so sein. Das jetzt einfach ist. Es ist traurig, dass es jetzt so passiert ist. Es tut mir leid. Und ich werde das im Vorwort nochmal vorhersagen, wie das halt jetzt ist. Aber. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Falls ja, dann schreibt es in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal beim nächsten Tutorial oder beim nächsten Video. Bis dahin.